Dunkle Materie und dunkle Energie sind der Menschheit trotz intensiver Forschung immer noch ein riesiges Rätsel. Doch jetzt ist japanischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein vielleicht entscheidender Schritt gelungen. Mit Hilfe eines exotischen Teilchens hat das Forschungsteam eine überraschend stabile Form neuer Materie kreiert. Ein wirklich irrsinnig spannendes Experiment. Klick zum Science and Fiction. Hier gibt es jeden Tag ein neues Science-Video. Abonniert den Kanal dann und nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Obwohl die Existenz der dunklen Materie bereits vor 80 Jahren vorhergesagt wurde, gehört ihre Zusammensetzung wohl weiterhin zu den wichtigsten ungeklärten Fragen der Physik und Kosmologie. Wir haben es hier also quasi mit dem heiligen Gral der modernen Naturwissenschaften zu tun. Um es noch einmal deutlich zu machen, lediglich 17% der gesamten Masse des Weltraums besteht wohl aus sogenannter baryonischer Materie, also der Materie, die wir kennen. Der überwiegende Rest ist noch unbekannt und wird somit eben oft als dunkle Materie bezeichnet. Um diese ungelösten Fragen der Kosmologie endlich zu beantworten, suchen Forschungsteams weltweit nach allen möglichen Teilchen, die theoretisch existieren könnten. Immer auf der Spur nach den ultimativen Bausteinen des Kosmos. Mit Hilfe von Teilchenbeschleunigern wird Materie immer weiter in immer kleinere Partikel zerlegt. Die große Hoffnung, zusammengesetzt könnten diese vielen Mosaikstückchen irgendwann ein Gesamtbild vom Universum zu seiner Entstehung und Zusammensetzung liefern. In diesem Zusammenhang hat ein japanisches Forschungsteam jetzt einen Erfolg verbucht und der ist wirklich absolut irrsinnig. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nutzen dazu einen Teilchenbeschleuniger am Forschungskomplex G-Park, etwa 120 Kilometer nördlich von Tokio. Am Japan Proton Accelerator Research Complex werden Protonen derzeit auf 30 Gigaelektronenvolt beschleunigt. Konkret ging es um ein sehr exotisches Teilchen, das sogenannte Antikaon. Kurz zur Erklärung, Kaonen sind mittelschwere, subatomare Teilchen, die sich aus zwei Quarks zusammensetzen. Genau genommen aus einem Quark-Antiquark-Paar. Eigentlich findet man sie nur in Teilchenbeschleunigern und in kleiner Anzahl auch in der kosmischen Strahlung. Schon seit einiger Zeit geht die Fachwelt davon aus, dass Kaonen eine bestimmte Wirkung im Atomkern haben könnten. Doch entsprechende Experimente zu dieser Annahme lieferten keine eindeutigen Ergebnisse. Bis jetzt. Der aktuelle Erfolg gelang dem japanischen Forschungsteam, indem ein Neutron in einem Helium-3-Isotop durch ein Antikaon ersetzt wurde. Denn so gelang es tatsächlich, eine stabile Form neuer Materie zu kreieren. Bei dem Experiment wurde das Helium-3-Isotop mit hochenergetischen Antikaonen beschossen. Wird dabei bei diesem Bombardement ein Neutron exakt getroffen, wird es aus dem Kern des Atoms herausgeschlagen und das Antikaon nimmt seinen Platz ein. Eigentlich sollten die beiden Protonen, die somit nicht mehr aneinander gebunden sind, auseinanderfliegen. Doch das Antikaon verhindert das, da es selbst mit den beiden Protonen eine stabile Einheit bildet. Also ein vollkommen neuer Atomkern. Dieser neu gebildete Kerncluster war sogar für das Forschungsteam selbst eine riesige Überraschung. Wie das Neutron hält das exotische Teilchen die beiden Protonen zusammen und generiert einen gebundenen Zustand. Wirklich erstaunlich dabei sei, dass das Antikaon im Kern als eigenständiger Baustein existiert. Dies sorge nicht nur dafür, dass der Atomkern stabiler ist als bislang angenommen, sondern auch für eine enorme Bindungsenergie, so die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Auch wenn der neu entstandene Kerncluster nicht wirklich lange stabil ist, konnte also seine extrem hohe Bindungsenergie gemessen werden. Diese Erkenntnisse ermöglicht es den Fachleuten also, Kernmaterie mit hoher Dichte zu erzeugen und diese bei annähernd Normaltemperaturen weiter zu untersuchen. Ein vielleicht erster bedeutsamer Schritt, um beispielsweise den Aufbau massereicher Neutronensterne zu verstehen. Und ich finde es schon absolut bahnbrechend, dass hier wirklich eine neue Art der Materie ja quasi entwickelt wurde. Und dass das tatsächlich möglich ist. Das könnte die Suche nach der dunklen Materie vollkommen für neue Perspektiven öffnen. Dunkle Materie, die Suche nach dem Unsichtbaren. Noch mehr zu diesem Thema findet ihr, also wenn ihr hier auf dieses Video klickt, bei Dr. Watson, unbedingt draufklicken, ansehen und abonnieren. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.